Dann reden wir mal mit ihm. Was machst du hier? Ich bereite mich auf den Kampf vor. Mhm. Wieso? In letzter Zeit haben die Bauern immer mehr Probleme mit den Feldräubern. Ein paar von ihnen haben sich sogar fressen lassen. Das fand der dicke Ona nicht gerade lustig. Wir haben alle eine Woche lang keinen Sold bekommen. Und es war mehr oder weniger meine Schuld. Jetzt will Lee, dass ich das Nest der Viecher alleine platt mache. Und die anderen Jungs haben schon Wetten abgeschlossen, ob ich sie überlebe. Wo ist das Nest? Mitten auf dem Feld hier, in dem großen Felsen. Ah ja. Haben wir ja gerade schon gesehen, ne? Können das Nest gemeinsam angreifen? Nö, dann klaut er uns XP. Verstehst du was vom Kämpfen? Mit dem Schwert bin ich ganz okay, aber mit dem Bogen bin ich richtig gut. Warum fragst du? Mit dem Schwert bist du ganz okay, warum trägst du dann eine Axt? So, wir können das Nest gemeinsam angreifen. Moment, ich speichere mal. Nicht, dass wir dann sofort loslaufen. Obwohl, ich will mal kurz testen, ob er, wenn er welche umbringt, für mich Erfahrung gibt. Wir könnten das Nest gemeinsam angreifen. Du willst mir helfen? Warum? Ich will Gold sehen. Ich will bei euch mitmachen. Gold. So eine Stimme kriegen wir bestimmt so oder so. Ich will Gold sehen. Du Drecksack! Du willst meine Lage ausnutzen, was? Entweder ich bezahle dich, oder ich gehe wahrscheinlich bei der Sache drauf. Na gut, ich kann dir 50 Goldstücke zahlen. Mehr hab ich nicht. Okay. Lass uns das Nest angreifen. Jetzt gleich? Oder musst du dich vorher noch ausrüsten? Du könntest noch mal zum Hof gehen. Jetzt ist genauso gut wie später. Gut, dann lass mal sehen, was du drauf hast. Ja, lass mal sehen, was du drauf hast und ob du mir meine Erfahrung klaust. Oder ob das geht. Also, ob wenn er was killt, ich dafür auch Erfahrung krieg. Wenn nicht, dann lade ich sofort wieder und mach das alleine. Das sind ja nur ein paar Feldräuber, ne? Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ein Mistvieh. Siehst du, wir kriegen gar nichts. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Okay, ich lade mal. Habe ich mir schon gedacht, nämlich. Also machen wir das Nest alleine. Also räuchern wir das Nest alleine aus. Wir haben ja alles schon gesprochen, ne? So. Obwohl, warte. Wir könnten. Du willst mir helfen? Ich will Gold sehen. Ich will Gold sehen. Du Drecksack! Du willst. Ja, ja, bla bla bla. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hin und räuchern das Nest aus. Es wäre natürlich sehr gut, wenn wir das so hinbekommen, aber ich glaube schon. Es sind nur drei Feldräuber, glaube ich. So. Ich hoffe, es bereue es jetzt nicht, dass ich gesagt habe, ich will Gold sehen. Aber ich glaube nicht. So, ein paar Schritte zurück und Attackos. Na komm, und noch ein Hit. Ja, Level up! Sehr gut, sehr gut! Okay, wir hauen uns noch ein bisschen gebratenes Meat rein. Zack. Oh, der hat uns schon gesehen. Ein Stück können wir noch essen. Und speichern können wir auch noch. Und Stab gezückt. Ja, das meine ich. Es ist ja da hinten an dem Kornding gewesen und ich kann schön zuschlagen, ohne dass er was machen kann. So. Na komm. Boah, der hat uns ganz schön zugesetzt. Ja, der hat uns richtig viel Leben abgezogen. Unser ganzes Fleisch ist fast weggebraten. Hier ist mal ein Buddler Fleisch. So. Und nochmal. Und hier so eine Fischsuppe. So. Und noch ein Pilz. Hervorragend. Speichern. Und Attackos. Ich glaube, da ist auch nur noch einer, ne? Den mache ich hier in der Höhle platt. Ih, Alter. Was haben die da hinten? Alles so voll geslimed. Na komm, stirb. Oh, ich will aber nicht, dass er da stirbt. Nicht, dass wir nachher Items nicht aufheben können, weil der da, weil seine Leiche da drin liegt. So.
Sehr gut. Hier sehe ich nämlich auch ein paar Pilze. Butlerfleisch. Gold. Rostige Axt. Nochmal Gold. Hervorragend. Nice, nice, nice. Rostiges Schwert. Noch eine rostige Axt sehe ich da. Ist das ein grüner Trank? Das ist ein grüner Trank. Das ist ein Geschicklichkeitstrank. Der gibt uns 3 Geschicklichkeit. Oh, ich dachte 5. Aber 3 Geschicklichkeit. Okay, wir bräuchten eigentlich natürlich Stärketränke, ne? Aber das ist jetzt ein Geschicklichkeitstrank. Oder verkaufen wir den? Weil guckt euch mal den Wert an. 800. Der gibt uns permanent 3 Geschicklichkeit mehr. Aber die brauchen wir eigentlich nicht. Eigentlich wäre das sogar Waste, wenn wir den trinken. Weil wir lieber das Gold gebrauchen könnten. Wir brauchen Geschicklichkeit für gar nichts. Weil wir wollen ja nicht auf Bogenschießen gehen. Oh, ein goldener Ring war da. Wie viel Gold liegt denn hier, Alter? Vor allem immer so eine einzelne Münze. Hätten die nicht einfach hier einen Beutel hinlegen können? Was soll denn das? Hier, Alter. So. Verzeihung. Da musste ich schon wieder kurz husten. Es kann doch nicht sein, dass ich immer noch erkältet bin, ey. Also ich merke es immer nur noch ein bisschen beim Nachhusten, aber... Ey, das ist echt nicht normal. So, hier ist noch ein rostiges Schwert. Aber das war's dann. Hier noch ein paar Pilze. Sehr gut. Und dann, würde ich sagen, können wir zurück zu diesem Typen gehen, der hier. Fester. Und ich speichere mal. Und ihm sagen, dass wir die Höhle geklärt haben. Hä? Ach so. Lass uns das Nest jetzt gleich? Oder musst du dich vorher noch ausrüsten? Du könntest nochmal zum Hof gehen. Ja, ja. Jetzt ist genauso gut wie später. Gut, dann lass mal sehen, was du drauf hast. Ja, ist ja schon alles geklärt. Also, wie sinnlos wir da jetzt nochmal hinlaufen. Wie sinnlos ich die Gesprächsoption nicht hatte. So. Hier haben sie also die toten Bauern hingeschleppt. Widerlich. Die Drecksviecher dürften wohl alle platt sein. Lass uns wieder zurückgehen. Können wir machen, aber ich will erstmal mein Gold haben, mein Warte mal. Freund. Da. Was ist mit unserer Abmachung? Willst du mich verarschen? Du hast nichts dafür getan. Wie bitte? Wie bitte? Ich habe nichts dafür getan? Ich denke, du bist mal wieder reif für eine Tracht Prügel. Ich lasse mich nicht gern verarschen. Ah, mir kommen die Tränen. Den hätte ich unser Heil. Ja, warte mal, da heile ich mich erstmal. Der kann ja schon mal hinlaufen und wir heilen uns währenddessen. Bla 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 bla. Lass uns das Nest angreifen. Jetzt ist genauso gut wie später. Und dann gehen wir mal dort hinten hin. Ach, stimmt, eigentlich hätte ich schlafen gehen können, ne? Ah, ist ja auch egal. Ich snack mal gebratenes Fleisch. Wurst. Ich bin mir sicher, dass wir irgendwo das nochmal gut gebrauchen können. Hier so eine Fischsuppe. Zack. Und noch ein Stück Käse. Und hier so ein Pilz. Und so ein Pilz. Hervorragend. Speichern. Und jetzt können wir ihn doch platt machen. Hier. Bla bla bla. Und wenn wir jetzt mit ihm reden, dann greift er uns an. Dann machen wir ihn doch hier in der Höhle platt, oder? Können wir ihn gegen die Wand schmettern? Warte mal. Was ist mit unserer Abmachung? Willst du mich verarschen? Ich denke, du bist mal wieder reif für eine Tracht Prügel. Ich lasse mich nicht gern verarschen. Mir kommen die Tränen. So, und das müssen wir jetzt schaffen. Ja, er hat uns getroffen, aber nicht viel Schaden angerichtet. So, das sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Aber der muss nur einen Volltreffer landen, ne? Es kann sein, dass er dann die Hälfte unseres Lebens verlieren oder so.
Aber er macht nur kleine Treffer. Und wir kriegen ihn gut down. Autsch, da, das meine ich. Und er hat uns richtig viel Leben abgezogen. Oh, das wird knapp, das wird knapp. Oh, Gott sei Dank. So, wir könnten ihn jetzt töten. Aber ich glaube, das bringt uns nichts. So, wir nehmen seinen Bogen, seine Pfeile, Wacholder, Wurst, Heilpflanze und 6 Gold. Ist ja lächerlich. Hätte er uns gar nicht bezahlen können. Da ist können, nichts ne? zu holen. Nichts zu da holen. Ist nichts zu holen. Gut. Ich speichere mal. Wir sind jetzt fast down, ne? Der hätte uns noch einmal treffen müssen oder zweimal. So, Fester. Hast du jetzt Respekt vor mir? Kopf. Okay, okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Ich denke, du bist mal wieder reif für eine Tracht Prügel. Was zum Teufel willst du schon wieder von mir? Ich wollte dich einfach mal wieder am Dreck liegen sehen. Okay, alles klar. Hätten wir das auch geregelt. Das wäre richtig bescheuert, wenn wir jetzt nochmal Erfahrung kriegen würden, ne? Oh, da war noch ein Dunkelpilz. Ein bisschen schwer zu targeten. Aber eben gerade konnten wir ihn sehen. Hier. Zack. Perfekt. So, dann würde ich sagen, mit unserem Lebensbalken gehen wir dann erstmal wieder direkt eine Runde schlafen. Sentenza haben wir überzeugt. Ich weiß nicht genau, was mit Lester los ist. Fester meine ich. Ob der uns jetzt mag oder nicht. Weil theoretisch, wenn er uns nicht mag, dann verprügeln wir ihn einfach nochmal. Ne? Warum er sich so aufregt. Würde ich sagen. So, wir legen uns ins Bett. Und schlafen bis zum nächsten Morgen. So. Sehr gut. So, hat der Bauer hier... Ah, Gunnar. Wie sieht's aus? Seit Onar verlauten ließ, dass er Söldner anheuert, quillt der Hof fast über vor lauter Galgenvögeln. Das ganze Gesinde, das sich vorher nicht aus den Wäldern getraut hat, ist jetzt hier. Die Kerle kamen echt von überall her. Mhm. Die Söldner kamen von überall her? Ein Großteil kam aus der Strafkolonie. Eine weitere Gruppe von Söldnern kam aus dem Süden. Sie haben dort wohl Orks gejagt. Und ich wette, es sind auch mittlerweile ein paar Banditen aus den Bergen hier und lassen sich durchfüttern. Mhm. Wie sieht's aus? Seit Ona verlauten... Achso, ja, das kennen wir schon. Alles klar. Vielen Dank, Gunnar. Vielleicht brauchen wir dich später noch. Ich habe keine Ahnung, warum wir jetzt gerade diese Gesprächsoption hatten. Oh, ich erinnere mich an den Typ, der heißt wie ich. Das höre ich zum ersten Mal. Also wie ich in echt, aber man schreibt ihn anders. Raul. Was willst du? Richtig sympathisch, der Typ. Ich will mich Lee anschließen. Das höre ich zum ersten Mal. Ich will mich Lee anschließen. Lee hat dir bald nichts mehr zu sagen, wenn er so weitermacht. Aha. Was soll das heißen? Er will, dass wir hier alle sitzen und Däumchen drehen, ab und zu mal ein paar Bauern einschüchtern und das war's. Silvio sagt immer, Angriff ist die beste Verteidigung und da hat er verdammt recht. Ich erzähl dir doch. Ach, ist das so? Wer ist Silvio? Wenn du mich fragst, unser nächster Anführer. Wenn du vorhast, ihn zu fragen, ob du bei uns mitmachen kannst, vergiss es. Du siehst so aus, als ob du gerade mal zum Schafehüten taugst. Wie bitte? Ich glaube, ich hau dir mal ein bisschen aufs Maul. Nee, ich glaube nicht, dass wir, den schaffen. Weil, also die ganzen Söldner hier, ne? Die sind viel zu stark für uns. Ich will mich auf dem Hof umsehen. Geh nicht in das linke Haus. Da drin sitzt Silvio. Er ist zurzeit nicht besonders gut gelaunt. Ja, wenn er einen Schwächling sieht, der nicht zum Hof gehört, könnte er auf die Idee kommen, seine schlechte Laune an ihm auszulassen. Aha. Gut, danke für den Tipp. Wo hast du das denn? Tatsächlich überraschend nett. Liegt wahrscheinlich an seinem Namen. So, was haben wir hier? Söldner? Rod. Warte mal, ich stelle mich mal so hin, damit die Kamera nicht so komisch ist. So. Ah, Zweihandwaffen! Das war doch schon vorher klar. Kannst du mir beibringen, wie man mit Zweihandwaffen umgeht? Hör zu, Junge. Man braucht viel Kraft, um eine Zweihandwaffe zu führen. Ja, ich weiß. Warum gehst du nicht lieber auf die Weide und spielst eine Runde mit den Schafen? Sag mal. Was gibt's denn da zu lachen? Ich bin stark genug.
Ich bin stark genug. Unsinn, du könntest ein ordentliches Schwert wie meins nicht mal hochhalten. Das ist eine schöne Sache. Ja, kann ich wahrscheinlich wirklich nicht, weil da brauche ich irgendwie 80 Stärke oder so. Ich sagte, ich bin stark genug. Ich lach mich tot. Willst du es auf eine Wette ankommen lassen? Warte mal, ich speichere mal. Weil ich glaube nicht, dass wir die Wette gewinnen. Ich wette, ich kann mit deinem Schwert umgehen. So? Wie viel soll ich dir abknöpfen? Ach, du siehst aus wie eine arme Wurst. Sagen wir 30 Goldstücke. Hast du überhaupt so viel? Klar. Dann lass mal sehen. Hier. Dann wollen wir mal sehen, wie stark du bist. Ich kann die Waffe nicht anlegen. Sag ich doch. Und jetzt gib mir meine Waffe wieder. Ich hab mir das schon gedacht. Das wusste ich gar nicht. Ich denke nicht. Was war das? Ich glaube, ich werde sie noch ein bisschen behalten. Na warte, du Mistkerl. So geht's natürlich auch. Wir nehmen seine Waffe ab und prügeln ihn dann. Das kann ich doch gar nicht. Weil er hat jetzt so Fäuste. Lass dir nichts gefallen. So, schön gegen die Strohballen. Lass dir nichts gefallen. Das lief ja richtig geil. Das wusste ich gar nicht. Wir können die Waffe abknöpfen und dann einfach prügeln. Fertig. Weil er kann ja jetzt nichts machen. Mit seiner Zweihandwaffe würde er uns so platt machen. Na los, komm. Scheiße. Das tat weh. Denke ich, wenn es noch ein bisschen behalten. Dreist! Aber Gott sei Dank, ne, wir sind ja unter Söldnern, das sind alles raue Kerle und Betrüger und Diebe. Also, könnt ihr nicht mal. Wir haben nicht ein Leben verloren. Vor allem parieren doch, wie soll er denn parieren, wenn er keine Waffe hat? Na los, komm! Lass dir nichts gefallen! Zack und zack! Das gibt's doch gar nicht! Ja, das bin ich auch! Den wirst du ja wohl schaffen! Gar nicht so übel! Gar nicht so übel! Okay! Jetzt bin ich aber gespannt, was passiert. Da, Rods Zweihänder. Oh, wir brauchen nur 30 Stärke. 15 zu wenig. Wir haben 11 Lernpunkte. Mhm. Von mir hat er das nicht. Oh! Weg mit der Waffe! Na bitte, geht doch! Ah, da gibt's noch was zu plündern. Das nehme ich natürlich an, wie ich die 30 Gold, die wir ihm gerade gegeben haben, habe ich mir jetzt einfach zurückgenommen. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Geil. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Okay, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. So, mal gucken, was er jetzt sagt. Ich speichere mal nicht, ne? Ich versuch das ja nicht nochmal. So. Warte mal. Gut, du hast gewonnen. Was willst du? Nicht, dass sich daran was ändert. Kannst du mir beibringen, wie man mit Zweihandwaffen umgeht? Ich bin zwar kein schlechter Kämpfer, aber ein guter Lehrer bin ich deswegen auch noch nicht. Ist mir egal. Aber ich denke, ich kann dir die Grundlagen des Zweihandkampfes beibringen. Sehr gut. Das heißt, wenn du mir mein Schwert wiedergibst. Okay. Ich sag mal das hier. Ich will mich den Söldnern anschließen. Was hältst du davon, mir erst mein Schwert zurückzugeben? Hm? Ich werde mich da nicht anschließen. Okay. Genau so, wie du sagst. Ich mach mal. Hier hast du dein Schwert zurück. Oh, 50 Erfahrung. Wurde auch Zeit. Das hat er doch vorher gewusst. Ich will mich den Söldnern anschließen. Okay, ich bin nicht nachtragend. Du kannst kämpfen. Das ist es. Sehr gut. Den haben wir schon mal überzeugt. Die meisten Jungs hier nehmen eine kleine Prügelei unter Freunden nicht ernst. Wirst du noch merken. Okay. Meinetwegen kannst du mitmachen. Vielen Dank. Kannst du mir beibringen, wie man mit Zweihandwaffen umgeht? Ich bin zwar kein schlechter Kämpfer, aber ich denke, ich kann dir die Grundlagen. Ja. Ich könnte mir so etwas nicht. Ich will mich im Kampf mit Zweihändern verbessern. Aha, sehr gut. Ja, theoretisch können wir hier nochmal plus 5 machen. Und 10 für 10 Lernpunkte. Ich würde jetzt aber tatsächlich als nächstes ein bisschen unsere Stärke erhöhen, ne?
Weil das haben wir noch gar nicht geskillt. Ich frag mal das Erste, das haben wir die ganze Zeit übersprungen. Wir haben ihn. Alles klar? Was willst du, Wurst, denn von mir? Das will doch keiner wissen. Wie sieht's aus? Bin schon mal gespannt, ob du aufgenommen wirst. Hä? Das war ja übelst random. Ich will mich den Söldnern anschließen. Okay. Ich bin. Naja, das kennen wir schon. Gut. Ja, alles klar. Sehr gut. Dann haben wir den auch schon mal abgefrühstückt.